Nun, der Krimi sollte jetzt stehen und die Auswahl für die beste Version in der Gruppe gemacht worden sein. Nicht wahr, meine verehrte Watson? Ja, das ist richtig. Und nun geht es darum, in der Gruppe den Text zu überarbeiten. Inhaltlich schauen, ob alles logisch und schlüssig ist, stilistische Mängel beheben, Wortschatz kontrollieren und gegebenenfalls ergänzen. Rechtschreibung und Satzzeichen kontrollieren. Wie geht denn das, wenn mehrere Leute am gleichen Text arbeiten müssen? Das ist kein Problem, weil es kollaborative Texttools gibt oder die Word-Datei wird geteilt. Oh ja, klar. Und dann werden auch gleich die Rollen eingefärbt und es folgt ein gemeinsames Lesen des Krimis, wobei bei einer Runde auch die Lehrperson reinhören soll. Dies würde aber auch bei Station 8 gehen. Exakt, bin schon ganz gespannt. Das schön betonte Vorlesen wird dann aber erst bei der Station 8 trainiert, oder? Genau, und dort gibt es dann auch viele Tipps zur Stimmgestaltung sowie Vorübungen zum Aufwärmen, zum Beispiel Schnabelwetzer oder Zungenbrecher. Wow, Tongue Twister, I like that! Ja, kennen Sie den? She sells seashells at the seashore. She sells seashells at the seashore. Great indeed, Mrs. Watson. Sehr gut, dann wetzt mal schön eure Schnäbel.